fangen wir mit dem letzten Punkt meiner Untertitel des Buches an, ein deutsches Trauma. Ich glaube nicht, dass er das heute noch ist, aber er war es, denke ich, bis 1943. 1943 werde ich nach einiger Zeit aufklären, warum ausgerechnet 1943. Aber lassen Sie mich zunächst einmal beschreiben, er war es sicherlich nicht unmittelbar ein Trauma. Jedenfalls ein Trauma nicht der Deutschen oder ein deutsches Trauma. Denn wenn man auch sagen kann, dieses wunderbare Gedicht, wahrscheinlich das bedeutendste Gedicht der Barocklyrik von Andreas Gryphius, das Herr Höpfinger schon ein kleines Stück zitiert hat, ist ja eine Form der Erzählung des traumatischen Ereignisses, weil im Hintergrund dessen, was Gryphius zur Darstellung bringt, er das Geschehen als ein Endzeitgeschehen beschreibt, nämlich in dem Auftauchen der vier apokalyptischen Reiter, also Krieg, Pestilenz, also die Seuchen, Teuerung, Hunger und Tyrannei. Tyrannei wird von ihm verstanden als der Zwang zum Glaubenswechsel oder zum Konfessionswechsel. Nicht? Das ist die Pointe auch dieser Überlegung, das ist das Schlimmste. Denn sozusagen das zeitlich begrenzte Leben zu verlieren, ist das eine. Aber, so der schlesische Protestant Gryphius, das ewige Leben zu verlieren, das ist das Allerschlimmste, was in diesem Geschehen passieren kann. Aber wenn er sagt, dieses Gedicht heißt Tränen des Vaterlandes, Vaterland, dann meint er nicht Deutschland, sondern Schlesien, nicht? Das heißt, wir sehen hier, die Traumatisierung der Zeitgenossen ist eine, die bezogen ist, entweder auf Schlesien, vielleicht Bayern, aber das sind schon sozusagen schon Intellektuelle, die den ganzen Raum überschauen, eher vielleicht auf die Stadt, aus der man kommt, oder das Dorf im Umkreis vielleicht von 5 Meilen und derlei mehr. Heißt, 99% oder mehr hatten keine Vorstellung davon, dass sie Deutsche sind, sondern hatten vielleicht eine Vorstellung davon, dass sie innerhalb des Heiligen Römischen Reichs deutscher Nation lebten. Aber in der Regel begriffen sie sich im Hinblick auf regionale oder gar lokale Identitäten. Zum Trauma der Deutschen ist dieser Krieg erst sehr viel später geworden. In gewisser Hinsicht möchte man meinen, vielleicht auch erst 1792, als Schiller als Historiker seine Geschichte des Dreißigjährigen Krieges veröffentlicht und hat sich Mühe gegeben, nicht? Er schreibt das Ganze für Cottas Damenkalender, nicht? Also eine ausgesprochen narrative Form, einen großen literarischen Erfolg einfährt. Jetzt wird gewissermaßen schon mit dem Blick auf die Spiegelung französischer Revolution, Entwicklung dessen, nicht? Schiller schaut zurück in den Dreißigjährigen Krieg, aber gleichzeitig schaut er natürlich auf seine eigene Gegenwart. Eine solche Form von Krieg zu einer Erzählung der Deutschen und nicht mehr nur der Pommern oder der Schlesier oder der Schwaben oder auch der Bayern. Das, glaube ich, muss man sich vor Augen führen. Es ist ein Trauma, das gewissermaßen als deutsches Trauma nicht über die unmittelbare Erfahrung kommt, sondern das als deutsches Trauma kulturell vermittelt ist durch Texte. Und dann würde ich sagen, Schiller schreibt das. Aber Schiller traumatisiert eigentlich die Leute nicht, nicht? Sozusagen, man schaut, wenn man diesen Text liest, da drauf, versucht das Geschehen nachzuvollziehen, das von Schiller im Übrigen sehr stark als Religionskrieg begriffen wird, deswegen er seine Darstellung auch 1517, also mit Luthers Thesenanschlag, beginnen lässt und betrachtet ein historisches Ereignis. Traumatisierend wirkt eher ein Buch, das heute kaum noch einer kennt, wiewohl es im späten 19. Jahrhundert wohl in jedem
bildungsbürgerlichen Haushalt stammt, nämlich einer der Bände von Gustav Freitags Bilder aus der deutschen Vergangenheit, in der weniger die Ereignisse beschrieben werden als die Folgen dieses Krieges, also die Verheerungen, die tiefen demografischen Veränderungen Deutschlands, der ökonomische Zusammenbruch, die politische Schwäche und derlei mehr. Dieser Text von Gustav Freitag legt im Prinzip nahe, ein solcher Krieg darf nie mehr stattfinden. Das heißt, plötzlich wird die Erinnerung an den 30-jährigen Krieg nicht zur Erinnerung an ein Geschehen, das irgendwann mal stattgefunden hat, sondern es rückt heran in die Dimension eines politisch zu Verhindernden. Wie das wirkt, zeigt sich 1890, als der zu diesem Zeitpunkt bereits sehr alte Generalfeldmarschall Helmut von Moltke, also der ältere Moltke, der legendäre Sieger von Königgrätz und Sedan, im Reichstag eine Rede hält, seine letzte Rede, in der er seine Zuhörer davor warnt, zu erwarten, dass ein neuer Krieg in Europa ein so schicker, überschaubarer, in einer Entscheidungsschlacht endender Krieg sein werde, wie er Moltke III, nämlich gegen Dänemark, gegen Österreich und gegen Frankreich, geführt habe. Sondern er sagt, nein, nein, es wird kein Krieg sein, der in einer großen Schlacht endet, sondern es wird ein 7-jähriger, es wird ein 30-jähriger Krieg sein. Und dann sehen Sie gewissermaßen, wie in dem Bezug auf 30 Jahre plötzlich die Erinnerung an einen Krieg auftaucht, der sich dadurch ausgezeichnet hat, dass es in ihm eine Phase der versuchten Entscheidungsschlachten gegeben hat, die aber den Krieg nicht entschieden haben. Der Krieg ist irgendwann zu Ende gegangen aufgrund der Erschöpfung der beteiligten Parteien und nicht, weil auf dem Schlachtfeld eine Seite die Sache für sich entschieden hat. Das ist also die Warnung von Moltke, die für einen preußischen Generalfeldmarschall doch immerhin ganz erstaunlich darauf hinausläuft, dass er sagt, wehe der Hand, die die Fackel in das Pulverfass Europa werfen wird. Nicht? Also sozusagen der Verweis auf den 30-jährigen Krieg ist eigentlich eine Aufforderung, alles zu unternehmen, um zu vermeiden, dass es zu einem solchen Krieg kommt. Sein Nachfolger oder Nachnachfolger, der General Schlieffen, hat natürlich nicht die komfortable Situation des bereits greisen Moltke, der vor einem geneigten Publikum mit Warnungen auftreten kann, sondern der steht vor dem Problem, ich muss verhindern, dass wenn ein europäischer Krieg wieder zustande kommt, und der 30-jährige Krieg war, auch wenn er wesentlich auf deutschem Boden ausgetragen worden ist, ein europäischer Machtkampf, das werde ich im Weiteren noch ein bisschen erläutern, dass wenn wieder ein solcher europäischer Krieg ausbricht, er auf deutschem Boden ausgetragen wird. Nicht? Und sozusagen neben Schlieffens eher artistischer Orientierung an Canet. Generalstabsoffiziere haben eine gewisse Neigung, schöne Schlachten schlagen zu wollen. Nicht? Und Canet ist eine solche schöne, wunderbare Schlacht. Nicht? Umfassung des Gegners, völlige Vernichtung, so möchte man es doch haben. Ne? Diese Überlegung ist sicherlich das eine, aber das andere ist der Hintergrund. Ich muss diesen Krieg offensiv führen, damit er nicht auf deutschem Boden ausgetragen wird. Und ich muss in der Lage sein, ihn in einer schnellen Entscheidungsschlacht auf den Punkt zu bringen, damit es unter keinen Umständen das wird, was mein Vorgänger, der große Moltke, erzählt hat, es könnte ein 7-jähriger, es könnte ein 30-jähriger, also ein Erschöpfungskrieg werden. Da sehen Sie sozusagen, wie jetzt plötzlich die literarisch vermittelte Erinnerung an diesen Krieg traumatisierend wirkt. Also sozusagen als eine Wunde am kollektiven Körper der Nation, was so 1648 gar nicht gedacht worden ist im Hinblick auf die Nation, die nicht noch einmal zugefügt werden darf.
Was ist der Hintergrund dessen? Man kann die Folgen von Kriegen berechnen, indem man einfach die Verlustzahlen in absoluten Zahlen nimmt. Und dann ist gar keine Frage, dass das 20. Jahrhundert ein ausgesprochen blutiges Jahrhundert ist. Aber das ist eigentlich keine Form der Berechnung, die uns Aufschluss gibt über den Grad der Traumatisierung, über den Grad des Zurückgeworfenseins, des Einschnitts in eine Geschichte. Sondern dann ist es sehr viel sinnvoller, in Relation zu setzen, die Zahlen der Verluste mit den Zahlen der Überlebenden. Und wenn wir dann den Dreißigjährigen Krieg zugrunde legen, kommen wir zu dem Ergebnis, dass ein Drittel, der auf dem Territorium des Heiligen Römischen Reichs, deutscher Nation, ich werde in Zukunft anachronistisch dann wieder Deutschland sagen, weil das immer zu lang dauert, ein Drittel der Bevölkerung in diesem Krieg den Tod gefunden hat. Und das aber heißt, dass in Relation die Verluste damals, 1618 bis 48, höher waren als die Verluste, relativ, nicht, von 1914 bis 1945. Und das ist kein Drittel der deutschen Bevölkerung, die akkumulierten Zahlen des Ersten und Zweiten Weltkrieges. Sodass wir schon davon ausgehen können, wenn die Leute sich das anschauen und überlegen, was das bedeutet und sagen, was Freitag in seinen Darstellungen suggeriert, ist im Prinzip ein Rückstand gegenüber den Nachbarn von 50 Jahren über Demografie, Ökonomie, Politik und Kultur. Dass dieser Krieg ins Zentrum der Erinnerung tritt, dass man versucht zu lernen, unter allen Umständen zu vermeiden, dass er sich wiederholt. Und das Schliefen zu der Überlegung kommt, ich muss eine schnelle Entscheidungsschlacht schlagen. Dazu muss ich durch Belgien marschieren, weil ich auf dem französischen Festungsgürtel nicht aufstoßen kann. Und ich muss die Franzosen von hinten umfassen und sie in der siebten Woche nach dem Beginn der Mobilmachung vernichten. So sieht der Schliefenplan das vor. Wir wissen, wie das ausgegangen ist, nämlich in einer Katastrophe. Es gelingt nicht. Nach dem schnellen Vormarsch durch Belgien, der mit Gräueln begleitet ist, die Franzosen zu umfassen. Die Marne-Schlacht führt zum Scheitern des Schliefenplanes. Und der Überfall auf Belgien hat zur Folge, dass das Deutsche Reich nicht nur mit Frankreich und Russland Krieg führt, sondern auch mit Großbritannien. Das ist etwas, was für mich als Hochschullehrer natürlich immer hochinteressant ist, nicht? Es wird gelernt. Und die Amis haben das ja sozusagen verdichtet zu der Formel Lesson Learned. Aber was damit nicht gesagt worden ist, ist, hat man auch das Richtige gelernt. Also ich habe jetzt eigentlich ein Leben als Hochschullehrer hinter mir und ich kann Ihnen nur sagen, die Beobachtung, dass das Falsche gelernt worden ist, ist mindestens so intensiv wie die, dass das Richtige gelernt worden ist. Das zeigt natürlich auch, welche Bedeutung es hat, wenn unter Traumatisierungsbedingungen gelernt wird, nicht? Dann hat man gerade sozusagen nicht die Ruhe und Gelassenheit, Konstellationen zu analysieren, zu vergleichen und vieles andere mehr, sondern man lernt gewissermaßen unter einem körperlich spürbaren Druck, die Wiederholung eines Ereignisses zu vermeiden und die Wahrscheinlichkeit, dass man dann das Falsche lernt, ist ziemlich hoch. Zu dieser Vorgeschichte letzte Bemerkung, warum 1943 endend? 43, das ist erstens am Anfang dieses Jahres Stalingrad und dann im Verlaufe dieses Jahres die Intensivierung des strategischen Bombenkriegs der Westalliierten gegen Deutschland. Und es ist nicht nur Speer und es ist nicht nur Goebbels, wo man das nachlesen kann, bei Goebbels in den Tagebüchern, bei Speer in anderen Texten, die Auswirkungen dessen mit dem Dreißigjährigen Krieg vergleichen. Nicht? Und plötzlich dann auftaucht, wie im Dreißigjährigen Krieg oder schlimmer als im Dreißigjährigen Krieg, sondern Sie finden das auch bei ganz einfachen, harmlosen Tagebuchschreibern ab 43. Nicht? Und zu sagen, dieser Krieg tritt jetzt plötzlich in die Dimension des Dreißigjährigen Krieges, die völlige Verheerung des Landes, ein. Kein Krieg mehr, der auf Fronten beschränkt ist, wie man das ja noch für den Ersten Weltkrieg sagen kann, sondern in der gewissermaßen an die Stelle der Omnipräsenz von
Soldaten überall im Lande, gewissermaßen die Omnipräsenz des Todes in Gestalt von Bombenfliegern, aber später dann auch von Tieffliegern. Das ist aber dann erst tendenziell 45 der Fall tritt. Und das ist, glaube ich, auch der Zeitpunkt, an dem gewissermaßen sich die zweite Phase des Zweiten Weltkrieges sozusagen wie eine Erinnerungsschranke für die Deutschen bemerkbar macht. Jetzt ist diese Phase gewissermaßen der Bezug der historischen Erinnerung, was nie wieder passieren darf. Und der 30-jährige Krieg, der das über 50, 60 Jahre diese Rolle gespielt hat, tritt zurück. Und wir haben deswegen die Möglichkeit, ihn mit einiger Gelassenheit, ohne Handlungszwang, ohne Vermeidungsintensität und derlei mehr betrachten zu können. Und das will ich jetzt nachfolgend ein bisschen tun. Was ich da am 23. Mai 1618 in der Prager Burg zuträgt, ist im Prinzip ein Happening, würde ich mal sagen. Nicht? Sozusagen der protestantische Adel reinszeniert ein Ereignis, das schon einmal stattgefunden hat, 200 Jahre zuvor. Da ist es freilich nicht die Burg, sondern es ist das Prager Rathaus, Fenstersturz. Nicht? Das ist sozusagen eine Praxis des böhmischen Adels, dass man die Leute aus dem Fenster schmeißt. Aber damals, 200 Jahre zuvor, am Anfang der Hussitenkriege, kommen die Leute auch tatsächlich zu Tode. Das ist ja im Mai 1618 gar nicht der Fall. Die erzählen, also das muss ich jetzt sozusagen mit etwas zurückgenommener Stimme erzählen, weil ich das in der katholischen Akademie jetzt nicht so sagen kann. Die aus dem Fenster geworfenen, also zwei kaiserliche Statthalter und ihr Sekretär Fabricius erzählen, es sei die Mutter Gottes gewesen, die Engel geschickt hätte, die sie sozusagen sanft geleitet hätten, sodass sie also da eher heruntergeschwebt als heruntergestürzt seien. Sie werden mir nachsehen, wenn ich glaube, dass nicht nur ich, weil ich Protestant bin, das nicht so glaube, sondern naja, das ist halt sozusagen eine der großen Stories, die über diesen Krieg kursieren. Eher wird man davon ausgehen müssen, sie sind eher an den abgeschreckten Burgmauern runtergerutscht als richtig nach unten gefallen. Möglicherweise haben auch die schweren Mäntel, es war ein relativ kalter Tag, der 23. Mai, und diese Burgen waren nicht besonders gut zu heizen, also sozusagen sie hatten eine dicke Bekleidung an ihren Fall gehindert. Und obendrein war halt im Burggraben das, was in allen Burggraben war, nämlich Dreck und Mist. So sind sie weich gefallen. Es kam keiner zu Tode. Nur der eine hatte sozusagen eine etwas schwerere Beinverletzung, die ihn daran hinderte, relativ schnell wegzulaufen. Die beiden anderen waren husch weg und man hat sie nicht mehr gesehen. Aber auch der wird nicht von den böhmischen Adligen dann zu Tode gebracht, sondern alle drei überleben. Der eigentliche Profiteur ist im Übrigen der Sekretär Fabricius, der mit hinterhergeflogen ist. Der kannte eigentlich gar nichts dafür, aber der wird dann geadelt. Und es gibt so schon eine gewisse Ironie offenbar oder einen Witz in Wien, denn der bekommt den Adelstitel von Hohenfall. Also, es hat mich sehr für die Wiener Politik eingenommen, einen solchen Adelstitel zu verleihen. Die Frage ist, wie kann eigentlich ein so läppisches Ereignis, bei dem es nicht mal Tote gegeben hat, dazu führen, dass sich darüber ein Krieg entwickelt, der über 30 Jahre gedauert hat, der zu einem Krieg wird, der alle europäischen Kriege in sich versammelt, dem ein Drittel der Bevölkerung in Deutschland zum Opfer fällt und so weiter und so weiter. Das ist eine der schwierigen Fragen, die ist so analog ungefähr vielleicht zu der Ermordung von Franz Ferdinand in Sarajevo im Juni 1914, aber immerhin, da gab es wenigstens zwei Tote, nicht? In Prag nicht mal.
Und da meine erste Überlegung dazu. Die Überlegung führt jetzt zunächst mal aus Mitteleuropa weg und sie führt nach Madrid. Spanien ist im 16. Jahrhundert die beherrschende Macht in Europa. Und das ist es, weil es zwei Ressourcen zur Verfügung hat, die die anderen so nicht haben, nämlich die zweimal im Jahr eintreffende Silberflotte aus der Neuen Welt, die immer wieder den spanischen Haushalt konsolidiert. Und zweitens seine vorzüglichen Fußtruppen, nicht? Die Infanterie, Sie hören ja noch den spanischen Ursprung darin, die Truppe des Infanten, die sehr viel disziplinierter und taktisch geschulter kämpfen kann als die anderen Heere in Europa, sodass also auf dieser Grundlage Spanien Europa dominiert. Frankreich ist in den 1530er Jahren, 20er Jahre, bereits 30er Jahre, auf den Schlachtfeldern Oberitaliens ausgeschieden. Franz I. hat alle großen Schlachten, Pavia, verloren. Und seitdem dominieren die Spanier das, aber nicht nur sozusagen die Spanier, sondern man sollte vielleicht doch eher sagen, das Haus Habsburg mit seinem spanischen Zweig, Philipp II., vorher noch Karl V., aber Philipp II. Dann, und auf der anderen Seite seinem Wiener Zweig, das sind ganz viele, die muss ich jetzt nicht aufführen. Und das, was die in Spanien haben, nämlich die beiden materiellen Ressourcen, Geld und Soldaten, haben die in Wien in Form von Legitimität, weil sie den Kaisertitel immer wieder haben. Ne? Sozusagen. Und diese Kombination Legitimität plus reale Ressourcen ist die Grundlage dafür, dass das Haus Habsburg in Europa eine Vormachtstellung hat, in der man im weiteren Sinn sagen kann, es bestimmt letzten Endes die europäischen Angelegenheiten. Nun, aber die Spanier haben ein Problem. Man glaubt es kaum, es sind die Holländer. Denn der Aufstand der Niederlande führt dazu, dass sie nicht in der Lage sind, die Spanier, sozusagen dieses Händlervolk, das zuvor nicht unbedingt durch militärische Leistungen hervorgetreten ist, gewissermaßen in die Knie zu zwingen. Das hat bestimmte Gründe, schwieriges Gelände, Holländer setzen es unter Wasser, stellen sich nicht zur Entscheidungsschlacht, sozusagen ziehen den Krieg in die Länge. Aber es ist natürlich eine Blamage für Spanien, nicht? Und wenn sich sowas rumspricht oder in die Länge zieht, dass die Vormacht nicht in der Lage ist, sozusagen mit diesen paar Holländern fertig zu werden, dann ist das ein Reputationsverlust und bereits damals, also Anfang des 17. Jahrhunderts, ist Reputation die Währung der internationalen Politik. Das ist sie bis heute in gewisser Hinsicht geblieben, aber damals auch schon. Und deswegen habe ich mich intensiv mit den Diskussionen beschäftigt, die zu diesem Zeitpunkt in Madrid geführt werden und die darauf hinauslaufen, dass diejenigen in der spanischen Politik, die eigentlich 1518, 19 eher das Schwergewicht ihrer Politik in den mittelmeerischen Raum, Auseinandersetzungen mit dem Osmanischen Reich legen wollten, in den Hintergrund getreten werden. Und Philipp III. Sich entscheidet, dass man den bedrängten Vettern in Wien zur Hilfe kommt, um zu verhindern, dass gewissermaßen in Böhmen ein zweites Holland entsteht. Und das ist die Entscheidung dafür, dass die Spanier dem Ferdinand, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht Kaiser ist, sondern nur böhmischer König, mit Geld, mit viel Geld und mit Truppen zur Verfügung stellen. Das sind Truppen aus der Wallonie, also im weiteren Sinn, und Flandern, Räumen, die formal noch dem Reich zugehören. Und die werden quer durch Deutschland in Marsch gesetzt, dem General Bucquoy, und treffen dann in Böhmen ein. Aber das ist das eine. Das andere ist, Ferdinand hätte überhaupt nicht
sich zutrauen können, mit den Böhmen in eine kriegerische Auseinandersetzung einzutreten, sondern er hätte mit denen verhandeln müssen, wie das seine Vorgänger Matthias und Rudolf immer wieder mit den notorisch widerspenstigen böhmischen Adligen tun mussten. Wenn er nicht das Glück gehabt hätte, oder vielleicht kann man auch sagen, das Pech gehabt hätte, dass zu diesem Zeitpunkt die Türken an der Balkanfront inaktiv sind. Das hat einen einfachen Grund. Das Osmanische Reich ist mit seinen Hauptkräften zu diesem Zeitpunkt eher im Raum Bagdad gebunden. Auseinandersetzungen in diesem Raum. Sodass also im Balkan eher Ruhe herrscht. Das ist eine für die Friedensforschung eher schlechte Nachricht, dass nämlich der Friede in einem Bereich die Voraussetzung oder die Ermöglichung der Kriegführung in einem anderen Raum ist. Nicht? Aber das muss man schon sagen, die Böhmen haben einfach Pech gehabt, dass der Sultan nicht auf den Balkan drückt, nicht gegen Wien drückt, was er ja sonst gerne mal getan hat. Sodass also Ferdinand aufgrund der freundlichen Angebote aus Madrid und der Inaktivität des Osmanischen Reichs zu dem Ergebnis kommt, ich könnte dieses Problem mit den Böhmen mal so richtig lösen, und zwar von Grund auf. Und dazu entschließt er sich. Aber dann stellt sich relativ bald heraus, dass die leistungsfähigen spanischen Regimenter aber nicht hinreichend sind an Zahl und Kampfkraft, um die Böhmen zu zerschlagen, sondern dass eher ein militärisches Patt entstanden ist. Also braucht er noch mehr Verbündete. Man kann ja schon sagen, mit der spanischen Involvierung in den Krieg ist diese eigentlich von Anfang an eine europäische Auseinandersetzung. Aber jetzt wird sie zu einem Problem innerhalb des Reichs, denn er geht hier nach München zu Herzog Maximilian, den er aus Ingolstädter Tagen ganz gut kennt, und fragt ihn, ob er ihm die sehr leistungsfähigen Truppen der Liga, also des katholischen Bündnisses innerhalb des Reiches, unter seinem Generalleutnant Tilly zur Verfügung stellen könne. Und sozusagen in der Frage der Gegenreformation können sich die beiden relativ schnell verständigen. Aber Maximilian ist zugleich einer, der über seine eigenen Interessen nachdenkt und sagt, ja, das könnte ich mir schon vorstellen, aber dafür will ich etwas bekommen, nämlich den Kurhut des Pfälzers, also sozusagen in der Wittelsbacher Familie zirkuliert der also dann von Heidelberg nach München und die Oberpfalz, die seitdem halt bayerisch ist. Und damit wird erklärbar, wie ein so läppisches Ereignis wie der 23. Mai in Prag durch die Involvierung in eine europäische Hegemonialauseinandersetzung mit Spanien und einen Konflikt innerhalb des Reiches, der einige Bedeutung hat, nämlich wenn der Kaiser einen Kurhut transferiert, obendrein einen protestantischen Hut in einen katholischen Hut verwandelt und auch noch Grenzen verschiebt, nämlich die Oberpfalz aus dem Heidelberger Beritt in den Münchner Beritt transferiert, dass das zu Folgen führt, die zum Ergebnis haben, dass dieser Krieg nicht im November 1620 in der Schlacht am Weißenberg endet, als der recht tüchtige Tilly, militärisch tüchtige Tilly und die spanischen Regimenter und die ausgesprochen leistungsfähige bayerische Artillerie, um die hatte sich Tilly die ganze Zeit gekümmert, dass die gut ist, innerhalb von 2 Stunden das böhmische Heer zerschlagen. Normalerweise hätte man sagen können, jetzt ist die Sache okay und wir würden heute hier nicht drüber reden, oder wenn wir drüber reden würden, wären vielleicht 10 Leute da, weil da in Böhmen mal so ein Krieg stattgefunden hat, der nach 2 Jahren geendet hat und gut. Nein, es ist jetzt ein europäischer Krieg eigentlich schon, ist eine Auseinandersetzung innerhalb des Reichs. Und es ist eine Auseinandersetzung unter den Bedingungen offener Kriegsökonomie. Das ist ein wichtiger Punkt. Offene Kriegsökonomie heißt,
dass ein Krieg stattfindet, bei dem die Akteure dieses Krieges nicht darauf begrenzt sind, die Ressourcen ihrer Länder nur anzapfen zu können, sondern permanent von außen Ressourcen einfließen. Die westfälische Ordnung, die ab 1648 durchgesetzt wird, ist eigentlich bestrebt, Kriegführungsfähigkeit zu binden an die Verfügung über die Ressourcen des Landes, das man beherrscht, sodass auf diese Weise der Effekt eintritt, eine Entscheidungsschlacht entscheidet tatsächlich das Geschehen. Denn wenn das Heer zerschlagen ist, ist das Heer zerschlagen und die Mittel, einen politischen Willen zur Geltung zu bringen, sind weg. Und dann kann man vielleicht sozusagen nochmal die letzten Reserven aus dem Lande mobilisieren, aber dann ist Schluss. Schauen wir uns den Dreißigjährigen Krieg an, dann kann man sagen, nicht, es sind relativ schnell die Spanier mit dem Gold und den Truppen drin. Dann aber sind auch die Niederländer drin, weil die natürlich das Ganze aufmerksam beobachtet haben und eine Vorstellung haben, wenn der Kaiser, der Vetter der Spanier, so stark wird, dann könnte möglicherweise der eine zweite Front errichten, also nicht nur die südlichen Niederlande, wo die spanischen Truppen stehen, sondern auch von Norden und von Osten her angreifen, und dann ist es mit uns vorbei. Also intervenieren die auch in diesen Krieg, indem sie ein paar Truppen, nicht sehr viele, aber relativ viel Geld hineinschießen. Und dann ist da noch England. Das muss ich jetzt nicht weiter ausführen, aufgrund von verwandtschaftlichen Bindungen. Die Frau des Winterkönigs, Elisabeth von England, ist die Tochter des englischen Königs Jakob des Ersten. Der schickt Truppen. Heidelberg, Frankenthal, Mannheim, die zentralen Festungen der Pfalz werden von englischen Truppen verteidigt. Kriegserfahrenen Truppen. Und auch ein bisschen Geld. Und später kommen dann irische Truppen und schottische Truppen hinzu. Vermutlich ist Ihnen aus Schillers Wallenstein geläufig, dass es ja vor allen Dingen Offiziere mit englischen Namen, also eher irische Offiziere sind, die die Ermordung Wallensteins organisieren. Großer Organisator zugegeben ist Generalleutnant Ottavio Piccolomini, aber diejenigen, die die Sache machen, sozusagen die Drecksarbeit, das sind irische Offiziere. Und dann Dänemark, schon angesprochen. Und dann Schweden. Und auch polnische Lanzenreiter sind immer in größerer Zahl in diesem Krieg präsent. Bevölkerung des Elsass, Lothringens, auch der Picardie leidet sehr unter diesen polnischen Lanzenreitern. Es kommen dazu eher Streifscharen aus Siebenbürgen, Geld aus Venedig. Schließlich Truppen aus der Lombardei, wieder spanische Truppen, die 1634 dazu beitragen, dass die schwedische Macht in Deutschland zusammenbricht. Das sind die Truppen, die in der Schlacht von Nördlingen wesentlich zu dem Sieg der Habsburger beitragen. Natürlich Schweizer Söldner, klar. Schweizer Söldner sind immer dabei. Und ab 35 dann auch französische Truppen, aber vorher schon die ganze Zeit französisches Geld. Denn die Schweden hätten nie durchhalten können, diesen Krieg, und nie ihr Heer so hochfahren können, ohne dass im Prinzip die Hälfte der Kriegskosten von Frankreich, von Richelieu übernommen worden wäre. Offene Kriegsökonomie. Nicht? Sie sehen also, wie von außen Männer und Geld und Waffen hereinströmen und diesen Konflikt in Deutschland am Laufen halten. Das erklärt zugleich auch, dass es aber in Deutschland nicht nur Gebiete gibt, die verheert werden in besonderem Maße. Bayern in einer bestimmten Zeit, hinterher weniger. Vor allen Dingen Nordostdeutschland, also sagen Pommern bis Schlesien, Mecklenburg, auch Brandenburg, relativ intensiv Sachsen, aber auch Schwaben. Sondern dass es neben diesen besonders verheerten Gebieten aber auch Kriegsgewinnler gibt. Die Hamburger beispielsweise, nicht?
die sozusagen an diesem Krieg verdienen und verdienen und verdienen, nicht? Weil sozusagen diese Kapitalströme, diese Waffenströme, diese Ströme an Korn, die hereingeführt werden, die müssen ja von irgendjemand organisiert werden. Und das machen in hohem Maße die Hamburger. Und mit Verlaub, ohne dass ich was gegen den amtierenden Ministerpräsidenten hier gesagt haben will, die Nürnberger profitieren auch ganz schön an diesem Krieg aufgrund ihrer Waffenproduktion, die sie haben. Das also ist sozusagen das eine, und das andere ist, dass es zu diesem Zeitpunkt kein stehendes Militär gibt. Keinen, wie man zeitgenössisch sagt, miles perpetuus. Sondern, dass man, wir würden heute sagen, just in time, militärische Ressourcen zusammenbringt, nicht? Da nimmt man viel Geld in die Hand und sammelt die militärische Arbeitskraft einer Region, aber in der Regel ganz Europa auf und formt daraus Heere. Das aber hat die Folge, nicht, dass diese Söldnerheere ein vitales Interesse daran haben, dass der Krieg weitergeht und nicht aufhört. Nicht? Denn die werden nur bezahlt, wenn Krieg ist. Und wenn kein Krieg mehr ist, werden sie abgedankt. Und das ist für sie blöd, weil dann sind sie arbeitslos. Also gibt diese wunderbare Erzählung bei Sacchetti, einem Autor des Florentiner 16. Jahrhunderts, der erzählt, wie einer der Florentiner Söldnerführer mal vor seiner Burg sitzt, kommen zwei Mennoniten vorbei, sagen zu ihm, der Herr gebe euch Frieden, Signore. Nicht? Und er antwortet ihnen, der Herr nehme euch eure Almosen, Minderbrüder. Und dann sind sie ganz entsetzt, was haben wir dir Böses getan, dass du uns so Böses wünschst. Nicht? Und dann sagt er zu ihnen, wisst ihr nicht, dass ich vom Kriege lebe? Wenn ihr mir Frieden wünscht, wünscht ihr mir Schlechtes. Also vergalt ich euch Gleiches mit Gleichem. Und sagen, diese Dimension der notorischen Belligerenz von Söldnertruppen muss man im Auge haben. Der Augsburger Brecht hat da ein ganz gutes Gespür dafür gehabt und hat mit einem gewissen, natürlich marxistischen Bias im Hintergrund diese Dimension des Dreißigjährigen Krieges herausgekitzelt. Das muss man aber nicht nur an einer an der Mutter Courage sich vor Augen führen, sondern natürlich auch ganz wesentlich an jedem einzelnen Söldner. Also so dass bei denen, wäre die andere Frage nicht, wo kommt dieser permanente Nachschub von Menschen her? Eine Mischung sozusagen aus Orientierung an Geld verdienen, Abenteuerlust, nicht? Wir haben es ja hier mit einer Gesellschaft zu tun, in der Regel die Leute in den Dörfern nicht weiter wegkommen als halt diesen Umkreis von 5 Meilen. Und jetzt haben sie plötzlich mal die Gelegenheit, die Welt zu sehen. Nicht? Also Abenteuerlust und schließlich die ganz rationale Überlegung, es ist besser Soldat als Bauer zu sein, weil als Soldat kann man auch Opfer werden, aber die meiste Zeit ist man eher Täter, während man als Bauer in der Regel nur Opfer bleibt. So, das ist also, sagen, wenn wir mal unterstellen, eine rationale Entscheidung, die dafür spricht, dann werde ich doch lieber Soldat, als dass ich darauf warte, bis die Soldaten kommen und mich totschlagen oder mich foltern und derlei mehr. Das also ist sozusagen die ökonomische Struktur, die dazu führt, dass dieser Krieg so lange dauert. Es sind aber bestimmte Männer, die das organisieren, und die will ich Ihnen ganz kurz vorstellen. Also da ist der Mansfeld, der tolle Halberstädter, natürlich Wallenstein, Gustav Adolf und Bernhard von Weimar als die tragenden Condottieri-Figuren dieses Krieges. Wir würden heute allerdings eher Warlords sagen. Die machen das sehr unterschiedlich, nicht? Der Mansfeld, eine Gestalt aus der Anfangsphase des Krieges, ist gewissermaßen die Doppelfigur eines Unternehmers und eines Generals. Deswegen ist er auch eher ein schlechter General, verliert, glaube ich, alle seine Schlachten, bis auf eine Mal. Das ist aber nur sozusagen peripheres Ereignis.
Aber er ist offenbar ein ganz tüchtiger Unternehmer, dann verhandelt er mal wieder hier in Venedig, in Den Haag, in London, um Geld hereinzubekommen, das er braucht, um seine Truppen zu finanzieren. Dann ist er wieder bei den Truppen, übernimmt wieder das Kommando, naja, verliert er wieder eine Schlacht, dann muss er wieder neues Geld beibringen und derlei mehr. So Mansfeld. Einer, dem es darum geht, ein Herzogtum sich durch den Einsatz von oder Verkauf von militärischen Leistungen zu erdienen, was ihm aber nicht gelingt, scheitert daran, er stirbt dann auch. Wenn der Mansfelder sozusagen die eiskalte Gestalt, sozusagen fast eine kapitalistische Figur ist, Marx sagt einmal, Söldner seien die uneigentliche Vorform des Lohnarbeiters, ja, hat er was Gutes gesehen. Wenn der Mansfelder ein solcher ist, dann haben wir in Christian von Braunschweig, der im Allgemeinen der tolle Halberstädter heißt, sozusagen die romantische Variante dieses Krieges. Also, der Elisabeth von England hat er geschworen, er werde nicht eher ruhen, als bis sie wieder auf dem Prager Thron sitze. Außerdem trägt er immer einen Handschuh, den sie mal verloren hat, an seinem Helm als Helmzieher. Für den ist gewissermaßen Kriegsdienst eine Art von Minnedienst. Also sozusagen eher eine Figur aus dem späten Mittelalter, die eigentlich schon in Spanien, nicht, in der Gestalt des Don Quixote erledigt ist. Aber hier in Deutschland feiert sie noch einmal ihre Auferstehung. Der wird im Übrigen auch gar nicht alt, er stirbt in den 20er Jahren relativ früh. Gleichzeitig ist er aber auch durchaus ein, möchte man sagen, religiös gebildeter Zyniker. Denn er organisiert seine Heere systematisch durch Raub. Also am Anfang hat er noch das Geld gehabt, das er als Administrator des, von Halberstadt hatte, aber dann hat er kein Geld mehr und dann überfällt er immer Städte oder er beginnt mit Brandschatzen. Brandschatzen heißt nicht, dass ich die Stadt in Brand stecke, sondern ich drohe sie in Brand zu stecken und sie muss ich freikaufen. Nicht? Und dann lässt er sich 10.000, 20.000, 30.000 Golddukaten auszählen und dann kann er wieder seine Soldaten bezahlen. Und einmal hat er sozusagen den Paderborner Silberschatz sich geholt, auf dem die Apostel in Silber getrieben dran sind. Da stellt er sich davor und sagt, Christus hat euch gesagt, geht hinaus in alle Welt. Christian sorgt dafür. Und dann lässt er den Silberschatz einschmelzen, sozusagen diese Figuren, und daraus Silbermünzen schlagen und die gehen dann hinaus in alle Welt. Da sehen Sie sozusagen diesen Christian von Braunschweig. Ganz anderer Typ. Die passen aber gewissermaßen zusammen. Der Mansfeld und der Halberstädter. Daneben Wallenstein. Vermutlich eigentlich ein logistisch und organisatorisches Genie. Der hat eine Vorstellung davon, dass man die Kuh, die man melken will, nicht schlachten darf. Nicht? Und deswegen organisiert er eine Steuererhebung in ganz Deutschland, um aus dem Land so viel herauszuziehen, wie gerade möglich ist, um ein gewaltiges Heer, sehr viel größer als da die beiden je vorher aufstellen konnten und auch als Maximilian mit seinem Generalleutnant Tilly aus seiner bayerischen Staatsfinanz finanzieren konnte, weil Wallenstein nicht mehr sich darauf beschränkt, Gebiete, die er gerade erobert hat, nur mit Kontributionen zu belegen, sondern eigentlich das gesamte Land auspresst. Auch die Angehörigen der katholischen Liga, die reichen Kurfürsten am Rhein, auch die presst er aus wie eine Zitrone. Deswegen die ihn nicht leiden können und in Regensburg dann 1630 ihn das erste Mal auch absetzen. Aber einer, der begriffen hat, dass man diesen Krieg nicht bedingungslos als Verwüstungskrieg führen darf, sondern der so etwas wie eine permanente Militärsteuer einführt, die im Übrigen von einem holländischen Bankier, einem Calvinisten, organisiert wird, sodass also das Ganze
entsprechend funktioniert. Oder Gustav Adolf, der ja der Herr eines eher armen Landes ist. Schweden mag tüchtige Soldaten haben, die sind auch in den Kriegen im Baltikum und in Polen kriegserfahren, aber es ist ein eher armes Land, das, wenn es etwas hat, womit es auf den europäischen Märkten aufkommen kann, dann ist das das Kupfer. Aber sonst haben sie nicht viel. Und der Herr Gustav Adolf, als er 1630 da mit seiner kleinen Armee auf Usedom, Peenemünde ungefähr da, landet, mit dieser Armee kann er in Deutschland eigentlich keinen Staat machen. Er muss sie aufwachsen lassen. Nicht? Er muss Söldner dazu nehmen. Irgendwann besteht sein Heer ungefähr aus einem Zehntel Nationalschweden und der Rest sind deutsche Söldner oder Schotten oder was auch immer er in Dienst genommen hat. Wo hat er das Geld dazu her? Ich sagte ja schon, eine Hälfte finanzieren die Franzosen. Die andere Hälfte besteht darin, dass Gustav Adolf, bevor er in den Krieg eintritt, ganz systematisch sämtliche Flussmündungen in die Ostsee unter seine Kontrolle gebracht hat und dass er dort Zölle erhebt. Und indem er gewissermaßen die Ostsee hegemonial als einen Steuerraum für sich organisiert, ist er in der Lage, so viel Revenue zusammenzubringen, dass er gewaltige Heere aufstellen kann. Sie sehen sozusagen, Wallenstein und Gustav Adolf sind die nachhaltigen Organisatoren von Kriegsökonomie, während Mansfeld und der Halberstädter halt sozusagen von der Hand in den Mund leben. Und insofern gehört es auch zu den Katastrophen dieses Krieges, dass der eine bei Lützen fällt und der andere in Eger ermordet wird. Denn danach wird der Krieg dann richtig furchtbar. Dann wird er zu einer Form, in der die Kuh permanent geschlachtet wird, von der sich die Leute ernähren. Das heißt, der Krieg wird zu einer Form der Gewalt gegen Zivilbevölkerung, aus der der Rest herausgepresst wird, was noch zu holen ist. Gut, das muss ich Ihnen jetzt nicht erzählen, das kennt man aus Grimmelshausen nicht, sozusagen die unterschiedlichen Techniken des Folterns und Verhörens, um mitzubekommen, wo die vielleicht doch noch ein bisschen Geld oder ein Schinken oder das Saatgetreide haben. Und das ist natürlich jetzt auch eine Kriegführung, in der das Zugvieh abgeschlachtet wird, wenn die Soldaten vorbeikommen und die fressen das auf. Und das heißt aber natürlich, dass im nächsten Frühjahr die Felder nicht mehr bestellt werden können, weil das Saatgetreide weg ist und vor allen Dingen, weil kein Zugvieh mehr da ist. Okay, dann kann man vielleicht noch die Frau davor spannen, aber das hat nicht dieselbe Wirkung wie ein Ochse. Sodass also gewissermaßen wir in dieser Zeit auch noch mal obendrein eine Veränderung des Kriegsgeschehens haben. Der Krieg, der vorher eine Auseinandersetzung Militär gegen Militär war, wird nunmehr eine Auseinandersetzung Militär gegen Bevölkerung. Ich erlaube mir an dieser Stelle, Ihnen das noch ein bisschen an den militärischen Formationen zu erläutern, damit sozusagen sinnliche Präsenz der Gefechtsführung da ist. In der ersten Phase des Krieges bestehen die Heere natürlich aus den drei Waffengattungen Infanterie, Artillerie, Kavallerie. Infanterie hat sozusagen zwei Einheiten, nämlich die Pikeniere und die Musketiere. In der Regel, Sie werden das kennen, weil Sie die Merianstiche sich mal angeschaut haben, wenn nicht, ich habe in meinem Buch relativ viele von Ihnen abgedruckt. In der Mitte stehen die Pikeniere, haben die 4,50 Meter lange Pike oder Lanze aufgestellt, damit sie dicht beieinander stehen und außenrum die Hecke der Musketiere. Das ist so gewissermaßen die Gefechtsgrundaufstellung. Das Problem ist aber natürlich, dass die Musketiere, die das Distanzgefecht führen können, na, mit vielleicht einer Schussweite von 50, 60 Metern, ein Problem haben, wenn es ans Nachladen geht. Nicht so, dass man also ein solches Peloton oder ein Tertio angreifen kann. Wenn die einmal geschossen haben, zweimal geschossen haben, dann sind die in der Regel mit Nachladen beschäftigt. Und dann kommt der Schockangriff der schweren Reiterei, nicht der leichten Reiterei, der schweren Reiterei, also der Kürassiere, oder für die guten Kenner Schillers, der Pappenheimer. Pappenheim ist der Kommandeur der schweren Reiter.
in diese Gruppen hinein, nicht? Und dann haben die einmal geschossen, na gut, da gibt es ein paar Tote unter den Reitern, und dann sind sie aber über ihnen und zersprengen im Prinzip diese Infanterieformation. Deswegen muss die, um einen solchen Kavallerieangriff abzuwehren, ganz schnell tauschen. Pikeniere nach außen, Musketiere nach innen. Pikeniere senken die Lanze, so ungefähr, also was weiß ich, setzen den Fuß hin, stützen sie ab, so ungefähr, dass die Spitze auf der Höhe der Kehle der Pferde ist, um auf diese Weise entweder den Kavallerieangriff zum Zusammenbrechen zu bringen oder aber, dass sie einfach abstoppen. Macht keinen Sinn, da reinzureiten. Nun sind die Kavalleristen aber auch nicht blöd und sozusagen stellen sich dann vielleicht im Abstand von 20 Metern auf und schießen ihre Reiterpistolen auf die Pikeniere ab, gegen das die Pikeniere sich nicht wehren können, weil sie ja nur die Piken haben. Sodass also auf diese Weise versucht wird, die festgefügte Formation aufzuweichen. Und das nennt man Karakolieren, von dem spanischen Wort Caracole, nicht Schnecke. Die erste Reihe reitet heran, schießt 1, 2 Reiterpistolen ab, dann die nächste Reihe und so weiter. Und dann entsteht möglicherweise auch wieder eine Unordnung, weil die Pikeniere rufen, hey Musketiere, kommt mal nach vorne und eröffnet das Feuergefecht. Und dann entsteht Durcheinander. Oder aber es sind relativ viele Pikeniere gefallen oder verwundet worden, sodass eine Lücke entsteht, in die nunmehr die Kavallerieattacke hinein stattfinden kann. So ungefähr muss man sich ein Gefecht vorstellen. Dann spielt auch die Artillerie eine Rolle, das ist ganz schwierig. Denn wenn man die mal postiert hat, kann man sie während des Gefechts nicht verändern. Für diese schweren Kanonen braucht man 8 bis 10 Ochsen. Und die während der Schlacht heranzuführen, Ochsen sind auch bekanntlich relativ langsam. Dann braucht man Schanzkörbe. Also sozusagen, man muss sich vorher entschieden haben, wo man die Kanonen aufstellt. Und wenn man sie am falschen Ort aufgestellt hat, da hat man Pech gehabt, dann sind sie quasi nutzlos. Aber wenn man sie am richtigen Platz aufgestellt hat, dann kann man damit die Schlacht gewinnen. Entweder, weil sozusagen diese Kanonen dann Kugeln in diese dicht gedrängten Infanterieformationen hineinschießen. Am besten dadurch, wenn sie 2 Kugeln gleichzeitig abschießen, die mit einer Kette verbunden sind, sodass die regelrechte Blutschneisen hineinschlagen. Oder auf kurze Distanz mit Kartätschen, also gehacktem Blei und Glas und anderem. Das erklärt die Anfangserfolge Tillys, weil Tilly in der Lage war, das Gelände und die Aufstellung seines Gegners so zu lesen, dass seine Kanonen immer am richtigen Punkt standen. Also sozusagen die berühmte Überlegenheit der bayerischen Artillerie eigentlich bis 1631, bis Breitenfeld, die schlachtentscheidend sind, dazu die enge Formierung der Tertios, und dem haben die protestantischen Heerführer nichts Vergleichbares entgegenzusetzen. Gustav Adolf hat dann eine neue Idee, würde sagen, er verwendet leichte Infanteriegeschütze, die gewissermaßen in die Reihen seiner Soldaten eingestellt werden, sodass die eine ganz andere Feuerkraft entwickeln können und nicht diese aufwendigen Wechsel zwischen Pikenieren und Musketieren durchführen müssen, sondern eine solche Feuerkraft haben als dazwischen gestreute Infanteriegeschütze, dass sich Pappenheim sehr wohl überlegt, ob er da hineinreitet. Und als er sozusagen sehr mutig und sehr tapfer bei Lützen 7 Attacken reitet, da findet er dann auch den Tod. Und zwar durch eine Kanonenkugel aus einem solchen Geschütz. Tilly im Übrigen in Rhein am Lech in ähnlicher Weise. Also haben wir gewissermaßen diese 3 Formationen, sehr schwierige und komplexe Gefechtsbedingungen, hohe Bedeutung von taktischer Disziplin und einem antizipierenden Blick des Feldherrn. Aber jetzt ist klar, nicht? Und zu sagen, wenn Sie ein solches Heer bewegen, mit Kavalleristen, Infanteristen und Artilleristen, dann bestimmt das langsamste Teil das Tempo des Heeres. Und das sind die von Ochsen gezogenen Kanonen.
Und jetzt müssen Sie also diese vielleicht nicht so großes Heer, sagen wir mal 20.000, 30.000 Mann plus 20.000, 30.000 Leute des Dross, also sagen Schwertfeger und andere, die gewissermaßen für die Technik der Waffensysteme zuständig sind, häufig die Ehefrauen von Söldnern, wenn die verwundet sind, es gibt ja kein organisiertes Sanitätswesen, dann ist man darauf angewiesen, dass die Frau einem hilft. Der Söldner Peter Hagendorf, von dem wir ein großes Tagebuch des gesamten Krieges haben, bei Magdeburg wird er schwer verwundet. Der überlebt das nur, weil es eine Frau dabei ist, die sich um ihn kümmert und ihn pflegt. Dann haben wir also schon 50.000 Mann. Die muss man versorgen. Unter den damaligen Bedingungen, wo sie keine Eisenbahn haben, keine Autobahn, keine Großtransporte und derlei mehr, ist das ein Riesenunterfangen. Und es ist auch klar, die können sich eigentlich nur bewegen in der Nähe von Flussläufen, wo nicht über Muskelkraft herangeführt wird, sondern wenn sie es mit Pferden und Muskelkraft machen, dann fressen die das ganze Heu, das sie eigentlich für die Kavallerie bringen, auf dem Anmarsch schon weg. Ne? Sondern der Krieg findet statt entlang der Elbe, der Oder, der Donau und des Rheins. Ja? Weil hier können sie mit leichtern das machen, hier können sie möglicherweise sogar die Kanonen auf Schiffe verladen und auf diese Weise das beschleunigen. Etwas, was Bernhard von Weimar in ziemlich perfekter Weise gemacht hat. Aber jetzt in der zweiten Hälfte des Krieges ist es nicht mehr möglich, mit so großen Heeren zu operieren. Die brauchen sie auch nur, wenn sie einen Gegner haben, mit dem sie eine Entscheidungsschlacht führen wollen. Sondern plötzlich gibt es so gut wie keine Kürassiere mehr. Auch diese komplexen Formen der Infanterie nehmen immer mehr ab. Und es taucht eine neue Waffengattung auf, nämlich die Dragoner. Dragoner sind interessant. Also in der zeitgenössischen Diktion heißt das, die Definition des Dragoners, es ist kein Mensch, es ist kein Vieh, es ist aufgesessene Infanterie. Das heißt sozusagen, zwei Infanteristen werden auf ein Pferd gesetzt. Gefechtsführung ist zu Fuß, kämpfen nicht zu Pferde, sondern zu Fuß. Das Pferd ist sozusagen nur ein Transportsystem. Wenn Sie den berühmten Stich von Matthias Merian, Eroberung von Magdeburg, sich vornehmen, gucken Sie rechts unten, da kommen Reiter hervor, auf denen sitzen zwei drauf, die durchqueren so einen kleinen Arm der Elbe, Dragoner. Und sagen, und das ist natürlich eine Formation, die gar nicht für große Schlachten geeignet ist, sondern die eher das, was Herr Höpfiger vorhin, die marodierenden Scharen, relativ schnell verlegbar, durch das Pferd sozusagen können die am Tag 30, 40 Kilometer zurücklegen und in Gebiete kommen, in denen noch nicht alles leergefressen ist. Und diese Veränderungen in der Militärstruktur korrespondieren den Veränderungen im Kriegsgeschehen, insofern man sagen kann, die erste Phase des Krieges, tendenziell bis 30, ist eine Zeit der Siegeszüge Tillys und Wallensteins. Die treiben sozusagen ihre Gegner vor sich her. Schlachten sind eher Verfolgungsschlachten. Dann kommt die Zeit der großen Schlachten, die Entscheidungsschlacht Breitenfeld, Rhein am Lech, alte Feste bei Nürnberg, Lützen und Nördlingen. Und dann ist aber klar, keine der beiden Seiten ist in der Lage, aus dem Schlachtenerfolg so viel Kapital zu schlagen, dass sie den Krieg gewinnt. Wallenstein scheitert in Stralsund. Nicht unbedingt, weil die Stralsunder so tapfer sind, im Übrigen dänische und schwedische und in entscheidender Weise schottische Regimenter, die Stralsund verteidigen, sondern weil man diese Stadt nicht aushungern kann. Wallenstein hat keinen Zugriff auf die See. Die See ist dänisch kontrolliert und schwedisch kontrolliert. Und als er versucht, eine Flotte aufzustellen, stellt sich heraus, der geniale Wallenstein kann zwar Heere aus dem Boden stampfen, aber eine Flotte kann er nicht aus dem Boden stampfen. Das ist ein sehr viel komplexerer Prozess.
sodass also gewissermaßen für ihn die Grenze seines Vorstoßes und der Ausnutzung seiner Überlegenheit die Ostsee ist. Da ist er angekommen. Ne? Er ist vorgestoßen vorher bis Jütland. Aber er kriegt den dänischen König nicht zu packen, denn der zieht sich dann nach Kopenhagen zurück und auf die Insel. Und da hat er keine Chance. Das ist die Grenze Wallensteins, sozusagen als der kaiserlichen und bayerischen Kräfte auf dem Höhepunkt ihres Siegeszuges sind. Und die Grenze Gustav Adolfs ist in gewisser Hinsicht die Donau. Denn er ist in der Lage, aufgrund dessen, was ich Ihnen vorhin geschildert habe, in der Art und Weise der Gefechtsführung, die Schlachten zu gewinnen. Er gewinnt nicht Nürnberg, also alte Feste, weil Wallenstein da in der Defensive bleibt. Aber sonst gewinnt er eigentlich immer seine Schlachten, bis auf Lützen. Lützen ist eigentlich ein Patt. Aber er hat das Problem, also Tilly hat er geschlagen bei Breitenfeld, das ist die größte Schlacht des Krieges. Tilly stirbt dann in Ingolstadt nach der schweren Verwundung bei Rhein am Lech. Aber jetzt muss er sich fragen, was mache ich jetzt eigentlich? Und sagen, das bayerische Heer gibt es in dem Sinn nicht mehr. Das hat sich zurückgezogen nach Ingolstadt. Das macht keinen Sinn, Ingolstadt zu belagern. Das ist die modernste Festung, die es damals in Deutschland gibt. Was mache ich jetzt eigentlich? In der Literatur finden Sie sozusagen den Vorschlag, tja, wenn es ein Napoleon gewesen wäre, dann wäre er nach Wien marschiert und hätte dort dem Kaiser den Frieden diktiert. Aber das ist natürlich unter den Bedingungen der damaligen Verhältnisse, wo die Truppen sehr viel langsamer marschieren, gar nicht möglich. Und vor allen Dingen der kluge Gegenspieler Wallenstein, der sich aus Böhmen nicht herausbewegt, der hängt wie eine Gewitterwolke über ihm. Gustav Adolf versucht vielmehr, Wallenstein herauszulocken aus Böhmen, um mit ihm vielleicht eine Schlacht, naja, irgendwo so am Oberlauf der Donau zu schlagen. Aber das macht Wallenstein nicht, lässt sich darauf nicht ein. Und dann sagt Gustav Adolf, okay, dann verwüste ich Bayern. Und diese Phase der Verwüstung Bayerns, die ja in einer Reihe von Chroniken beschrieben ist, eingeschlossen die Besetzung Münchens, ist im Prinzip der Ausdruck strategischer Ratlosigkeit. Er hofft sozusagen, den Maximilian so auszupressen, dass der Maximilian es schafft, den Wallenstein dazu zu bringen, aus Böhmen herauszukommen und ihn anzugreifen. Aber der Wallenstein ist da einfach zu cool dafür. Nicht? Lässt er sich nicht drauf ein. Maximilian ist verzweifelt. Gustav Adolf verwüstet Bayern. Aber gewonnen hat er damit nichts. Da sehen Sie sozusagen, was für Wallenstein Stralsund war, ist für Gustav Adolf letzten Endes die Donau. Er kann jenseits dessen verwüsten, aber keine strategische Entscheidung mehr herbeiführen. Also ist klar, damit komme ich zum Ende, dieser Krieg wird nicht in einer Entscheidungsschlacht enden, sondern er wird als Erschöpfungskrieg zu Ende gehen. Und tatsächlich sind die erschöpft. Das sind sie eigentlich schon relativ früh, eigentlich 35 sind sie schon am Ende. Aber wenn wir uns noch einmal angucken, wie die Dimension dieses Krieges war, nicht? Verfassungskonflikt in der Frage, wer hat in Böhmen das Sagen? Der Adel oder der König? Konfessionskonflikt, zu sagen, werden die Böhmen protestantisch bleiben oder werden sie katholisch werden? Staatenkrieg, Verschiebung von Grenzen, nicht? Oberpfalz wird bayerisch, die Lausitzen werden sächsisch und so weiter und so weiter. In meiner hessischen Heimat, die Nordhessen gegen die Südhessen, die Gegend um Marburg, klassischer Staatenkrieg, die dritte Dimension. Und Hegemonialkrieg um die Frage, bleiben die Spanier die Herren Europas? Oder aber, und das ist der Grund, warum immerhin der Kardinal der römisch-katholischen Kirche, Richelieu, notorisch anti-habsburgisch agiert, oder entsteht in Europa ein Gleichgewicht, das im französischen Interesse ist, weil Frankreich dann eine dominierende Rolle spielen kann.
Diese schwierige Situation führt dazu, dass alle Versuche, einen Frieden zu schließen, also Lübeck, Prag, Kleinkötschenbroda und wie auch immer, ist nicht wichtig, der hat nur einen Tag gehalten, dass diese Frieden alle wieder zerbrechen. Und es ist die große Leistung des Max von Trautmannsdorf, des kaiserlichen Verhandlungsführers in Münster, sozusagen das begriffen zu haben und alle vier Ebenen dieses Krieges gesondert zu verhandeln und auf jeder dieser Ebenen einen Kompromiss herzustellen und obendrein noch darauf zu achten, dass diese vier Kompromisse miteinander kompatibel sind. Also sicherlich einer der großen Diplomaten, dieser Max von Trautmannsdorf, der das schafft und dann am Schluss gewissermaßen das Ende der kaiserlichen Hoffnungen 48 in der Schlacht von Zusmarshausen, als das letzte Heer, das er hat, gegen ein französisches Heer untergeht. Hier ganz in der Nähe weiteren Sinnen. Und dann unterschreiben sie. Es sind aber ganz viele Leute der Überzeugung, auch dieser Friede wird nicht halten. Weil das Problem ist ja, wo kommt das Geld her, um die Soldaten abzudanken? Und was sollen denn die Leute machen, die nichts können als Krieg führen? Dann haben die Deutschen Glück. Denn Spanien und Frankreich schließen keinen Frieden in Münster. Es wird im Mai schon ein Frieden zwischen Holland und Spanien geschlossen und dann im Oktober ist der Friede im Hinblick auf das Reichs. Aber Spanien und Frankreich führen die ganze Zeit weiter Krieg, bis zum Pyrenäenfrieden, das ist aber der Anfang der 50er Jahre. Sodass die ihre Truppen aus Deutschland abziehen und auf anderen Kriegsschauplätzen, vor allen Dingen in den südlichen Niederlanden, verwenden. Und die Türken sind plötzlich wieder da. Und der Kaiser braucht seine Truppen im östlichen Mittelmeer, kämpfen um Zypern und anderem, sodass auch die weggehen. Nur die Schweden bleiben erstmal in Deutschland. Und das veranlasst Piccolomini, also wieder sozusagen Ottavio Piccolomini, kennen den schon, nicht? Organisator der Ermordung Wallensteins, kaiserlicher Generalleutnant, der festen Überzeugung zu sein, dieser Krieg wird nicht enden, weil die Schweden nicht abdankbar sind. Aber auch da haben die Deutschen Glück. Erstens schaffen sie es, ungefähr 3 Millionen Golddukaten aufzubringen. Und zweitens flammt der Krieg im Baltikum wieder auf. Das heißt, die Schweden brauchen ihr Militär dort. Sodass also auf dem Reichsexekutionstag 1650 im Sommer in Nürnberg Piccolomini seine Pistole zieht und in die Decke schießt und sagt, das war der letzte Schuss des Krieges. Jetzt ist auch er der Überzeugung, dass es gelungen ist, diesen Krieg zu beenden. Es kommt vielleicht noch eins dazu und das sollte ich Ihnen noch erzählen, weil es schade wäre, wenn Sie das nicht wüssten. Ein Teil dieser Truppen wird gewissermaßen pazifiziert, indem er in stehende Heere verwandelt wird. Das ist ein Problem, nicht? Wie macht man Leute, die im Prinzip sehr belligerent sind und Krieg führen wollen, auf Teufel komm raus und da auch noch ökonomische Gründe dafür haben, wie macht man die friedenswillig? Die Antwort ist relativ einfach, man verwandelt sie in Beamte. Weil es gibt nichts Friedlicheres als Beamte. Und sozusagen, indem sie die tendenziell in Soldaten des Königs verwandeln, haben die ja eine Anstellung, bis sie so invalid sind, dass sie dann in irgendwelchen Hospitälern versorgt werden müssen. Aber den Soldaten ist das ziemlich egal, ob sie nun in der Garnison liegen oder im Felde stehen. Vielleicht liegen sie sogar lieber in der Garnison, als dass sie im Felde stehen. Sodass also hier so etwas wie ein Friedensimpuls direkt ins Militär hineinkommt. Sie leben nicht mehr vom Krieg, sondern sie werden versorgt, unabhängig davon, ob Krieg ist oder ob Frieden ist. Und sind gar nicht so scharf darauf, vielleicht außer ein paar jüngeren Offizieren, deren Karrierechancen in der Garnison nicht so groß sind,
vom Friedensfuß auf den Kriegsfuß versetzt zu werden. Das also ist sozusagen die neue Ordnung, die entstanden ist. Die Pazifizierung des Heeres, das wieder zu einem Instrument der Politik wird, zu einem bedingungslosen Instrument. Die Bellona, die sich verselbstständigt hat, in der zweiten Hälfte des Krieges wird der Krieg auch nicht mehr dargestellt, sozusagen in dieser Gestalt des Willens von Politikern, sondern als eine Bestie, die ihren eigenen Willen hat und alles auffrisst, nicht? Das kann die Politik natürlich nicht wollen, sondern sie muss die Bellona fesseln und den Krieg wieder in ein Instrument zurückverwandeln, das also dann der General von Clausewitz in der berühmten Formel von der Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln oder der Vertauschung der Feder mit dem Schwert auf den Begriff gebracht hat. Eine Vorstellung, die in der zweiten Hälfte des Dreißigjährigen Krieges so überhaupt nicht mehr existiert hat. Das also ist diese Friedensordnung und in der ist zentral das, was ich Binarität nenne. Also entweder Krieg oder Frieden und ein drittes gibt es nicht. War im Dreißigjährigen Krieg nicht so, denn die haben sich eigentlich nie den Krieg erklärt. Warum soll der Kaiser den Krieg erklären? Das sind ja Aufständische, nicht? Das ist eine Rebellion, die schlägt er nieder. Und die Aufständischen erklären dem Kaiser natürlich auch nicht den Krieg, sondern sie leisten Widerstand gegen eine ungerechte Obrigkeit. Hugenottisches Widerstandsrecht, das dann auch als katholisches Widerstandsrecht reformuliert wird, sodass die also die Gewalt gar nicht juridifiziert werden kann, weil eben nicht Krieg und Frieden als zwei voneinander aparte Rechtszustände begriffen werden, was der Witz der westfälischen Ordnung ist. Und das vielleicht als Letztes. Diese westfälische Ordnung ist die Umsetzung eines Buches, das 1625 erschienen ist, nämlich Hugo Grotius, De Jure Belli Ac Pacis Libri Tres. Drei Bücher vom Recht des Krieges und des Friedens. Also zwei gleichberechtigte Zustände, beide juridifizierbar, sozusagen bis hin zu Haager Landkriegsordnung am Schluss und Genfer Konventionen. Und die Übergänge vom einen in den anderen als Rechtsakte organisierbar, nämlich Kriegserklärung und Friedensschluss. Das ist sozusagen die neue Ordnung gewesen. Und wenn wir in unsere Welt schauen, dann sehen wir, dass sich diese Ordnung der Binarität auflöst, weil Cyberwar eine Form der Kriegführung ist, ohne Kriegserklärung, also Putins Hacker. Weil Terrorismus eine Form des Geltendmachens eines politischen Willens mit gewaltsamen Mitteln ohne Kriegserklärung ist und die angegriffenen Staaten müssen sich überlegen, ob sie diese Herausforderung nach dem Crime Paradigm oder nach dem War Paradigm, also nach den Regeln des Krieges oder nach den Regeln der Kriminalität behandeln. Die Bundesregierung hat 1977 darauf bestanden, Helmut Schmidt vor allen Dingen war das, dass alle Vorstellungen von Kriegführung vom Tisch kommen und es reine Kriminalitätsbekämpfung ist, während der kleine Bush und der vielleicht noch kleinere Hollande in unseren Tagen natürlich von Krieg gesprochen haben. Sehen Sie sozusagen wieder dieses Dritte dazwischen, denn der Witz war natürlich, die französische Bevölkerung nach den Anschlägen von Bataclan und anderem war ja nicht gesichert, weil der Flugzeugträger Charles de Gaulle im östlichen Mittelmeer operiert hat, so als der belgischen Polizei gelungen ist, die Zelle in Molenbeek auszuheben. Und drittens Drohnenkrieg. Nicht? Also was weiß ich, wenn die US-Streitkräfte oder US-Geheimdienst mit seinen Drohnen und den Hellfire-Raketen im Jemen, in Libyen wohl auch, in den pakistanischen Stammesgebieten herumfliegt und ab und zu mal sozusagen ein paar Leute vom Leben zum Tode bringt, dann tut er das nicht unter den Bedingungen von Kriegserklärungen. USA haben Pakistan nie den Krieg erklärt, nicht? Aber sozusagen sie operieren mit Waffensystemen permanent in diesem Land. Das heißt, auch hier haben sie dieses Dritte. Und diese neue Unordnung wird uns noch viel zu schaffen machen. Und in ihrer Bewältigung können wir aus dem Dreißigjährigen Krieg eine ganze Menge lernen. Vielen Dank.